Szene 3, lass uns Schnee schmelzen und wieder aufbauen in New York City. War schön. Hälfte. Wieso ist das eigentlich Szene 3? Leck mich. Weiß ich nicht. Wir haben doch schon drei Level gemacht. Ja, dann. Oh. Das ist auch sehr gut. Nicht springen, springen ist ganz fatal. Oh. Ja, das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht jetzt. Ja, aber hier habe ich das Spiel wieder weniger in Erinnerung, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß, dass wir irgendwo noch mal im Technodrom landen, aber das war's dann auch schon wieder. Ich wäre sehr traurig, wenn wir nicht im Technodrom ja, landen würden. Ja, das gehört irgendwie dazu, ne? Au! Ausweichen. Danke für den Tipp. Ausweichen? Oh. Mensch, pass doch auf. Was ist das? Ukulidecke? Kann sein. Oder Minen? What the wear? Aha. Ja, jetzt fühle ich ja, mich wie leck mir an den Füßen. Aber der Schneemann kracht da nicht rein, oder was? Raketenschneemann. Ja. Wer kennt sie nicht? Oh, ich bin auch unten. Klassiker. Achso, guck mal. Das war da drin. Aha. Ach, Mann. Nein, nicht EU. Oh ja, gib mir noch einen. Ach, der Bauch vom Schneemann. Boah. Oh, da kommt noch einer, ist das schön. Da treffe ich auch nicht. Nur Raketen von deiner Seite, ich denke, du hast deinen Schneemann unter Kontrolle. Nee, habe ich nicht. Mein Schneemann ist... Würdest du nie behaupten, ne? Nee. Och, also, Kinder, wie viel denn noch? Raketen von hinten! Mann an, ja. Oh, Lenkraketen sind das, ganz toll. Ja. Schön unten? Das ist super. Wie sollst du den Dingern denn ausweichen? Sind wir fertig mit den Schneemännern? Ich komme bestimmt noch ein paar, wenn noch ein Gulli kommt. Oh, das ist ein anderer Blauton jetzt mal den, ne? Ja. Schön. So ein. Ich weiß nicht. Blau. Azurblau wollte ich sagen, aber das ist nicht Azurblau. Das ist Babyblau. Babyblau, ja, das passt wohl. Guckst mal, was hier unter ist? Ich glaube, das ist eine Pizza drunter. Oh, ich guck mal nach. Auf. So. Das macht doch Schaden, glaube ich jedenfalls. Nee, macht keinen Schaden. Sicher? Du verlierst nicht bei jedem Treffer sofort so einen Lobster oben. Also ne? Zumindest in Turtles 2 auf dem Gameboy verlierst du nichts. Da fällst du einfach nur runter. Echt? Mhm. Deswegen bin ich jetzt ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass man hier auch keinen Schaden kriegt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du bei Turtles einen Time-Schaden kriegst, wenn du reinfällst. Das glaube ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, aber sicher bin ich mir. Echt? Ach, Mann! Ach! So. Ich will nicht ganz vorne sein, das ist immer schlimm. Dann gehe ich nach vorne mit meinen zwei Pupsligen. Wir sind jetzt auf einer Höhe. Alter, der Schatten auch auf dem Ding ist geil, ey. Das stimmt, es hätte doch alles flackern müssen, weil das wären sonst zu viele Sprites gewesen dafür. Stimmt. Die werfen mit Schneebällen, das soll Schaden machen oder was? Wollt ihr mich verarschen? Nein, in der Schule wurde uns immer verboten, mit Schneebällen zu schmeißen. Da können ja Steine drin sein, die Schaden machen. Also so wurde es nie gesagt, aber die machen Schaden. Ja. Und wenn du so einen Crit abkriegst... Och, bitte ist nie. Blöd, oh Mann. Vorsicht, Rakete! Ja, pass doch mal, Alter, mach das Teil einfach mal im Griff. Meiner hat noch nicht eine Rakete geflext. Ja, dann ist dein Ding wohl kaputt. Nee. Ja, jetzt ja, aber dank mir. Siehst du, den habe ich auch schon mal entschneet. Ja, meiner ist auch. Oh, kaputt. Gut gemacht. Na, wieso treffe ich den nicht? Ja, was dauert das so lang bei dir? Bitte? Danke. Siehst du, easy peasy lemon squeezy. Ja, Pizza hat. Pizza hat. Noch nie, oh ja. Bitte nicht. Nein! Das ist doch eine Frechheit. Wieso so schnell kommst du gar nicht weg? Nee, also ausweichen geht hier gar nicht. Nee, irgendwie nicht. Ist doch reine Glückssache, ob du durchkommst oder nicht. Oh oh. Ich muss noch schnell 7 killen. Oh, soll ich dir die überlassen? Ja. Naja, irgendwie, vielleicht, weiß ich nicht. Bevor du Schaden kriegst, machst du wieder tot. Nein. Nein, ich will nicht mehr sterben. Ein noch. Yes, eben. Ja, dann hol ich mir die nächsten 23. Dann kannst du dir das von mir ziehen? Ach stimmt, jetzt musst du die machen. Dann die einfachen Fuß oder lasse ich dann die, okay. Ja, mach's tot. Hi! Kacke, hau drauf.
Hau nicht drauf. Ja, hau jetzt drauf. Oh, was bist du denn? Das ist der Rocksteady-Hund. Oh, danke. Ja, dann musst du halt gleich den Rest machen. Okay. Mann. Was, soll ich so lange wegbleiben? Ja, bleib erstmal weg. Vielleicht schaffe ich das alleine. Man weiß es nicht. Ich glaube nicht, aber... Nee. Können wir mal gucken. Nee, das Ding geht nicht. Ach! Ja, ich will hier... Ah! Bleibst du hier? Targete mich nicht! Hier, ich bin da! Nimm meinen Fuß! Meiner stinkt viel mehr! Das nervt mich so ein bisschen. Oh, oh. Nein, er hat mich erwischt. Scheiße. Ja, bleibt mich wahrscheinlich gleich weg. Er leuchtet auch nicht mal. Das macht mich voll irre. Ach so, wir continuen. Hier müssen wir das Level von vorne anfangen. Kann das sein? Vielleicht. Was? Wieso hat das nicht getroffen? Das war's doch schon. Ich glaube fest an dich. Erzähl doch nichts. Das funzelt noch nicht mal. Also wenn man sich mehr Zeit nimmt, geht das auch irgendwie. Ein bisschen Strategie daran gehen. Gott sei Dank gibt es beim Spiel kein Zeitlimit. Den Bosskampf schneide ich sowas von. Wieso? Du bist ja erst seit 22 Minuten dran. Geht ja, doch noch. Kommt hin. Ja. Lalala. Oh, nochmal. Ja. Oh, 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 oh. Mega-Funzel-Power? Ja. Alter, tut mir der Daumen weh. Schön, die Musik geht hier. Ja! Aber gern! Geil! Und er hat nur einen Punkt gegeben. Fistbump. Fistbump. Warum haben wir das nicht gleich gemacht? Ich habe mal versucht draufzuhauen, tatsächlich. Zu Beginn, bevor der Typ rauskam? Nee, auch zwischendurch im Kampf. Ach so. Als ich versucht habe, mich rauszuhalten. Frühling ist da. Springen ist hier. Richtig. Springen ist hier, nicht da. Da ist Springverbot auch geil. Geh weiter. Du kannst nicht starten, ne? Nope. Ja, fuck, dann lass ich mich jetzt draufgehen, weil... Weil hat eh keinen Sinn? Ja, ich wollte gerade sagen, mit einem komme ich da wahrscheinlich allein nicht durch, oder? Alter. Weil das Ding ist, der Schwierigkeitsgrad... wenn euch, liebe Zuschauer, das Spiel viel zu einfach ist und ihr würdet gerne alleine spielen... Startet ein Zwei-Player-Game, lasst den anderen Player einfach verrecken und dann habt ihr ein höheres Niveau. Drei ist ein bisschen wenig, okay. Dann kann die Tortur ja weitergehen. Mhm. Ja, ja ist doch wieder geil hier. Oh, unsere Punkte wurden nicht zurückgesetzt. Oh, das ist gut. Auf so einer Stellung bei Teil 4 ist es der Fall. Hätte ich jetzt auch eher vermutet, weil das halt immer so ist. Irgendwie ja, ne? Was, ihr seid scheiße? Ja, dann nehmt ihr auch eure Punkte nicht mit. Ja gut, hier ist auch kein Arcade, ne? Haben sie vielleicht da... Oh, weg. Oh. Oh, darf ich ausgewichen, quasi? Kann das sein? Autschen. Obwohl, Teil 4 war ja auch ursprünglich ein Arcade-Port, den du übrigens auch so viel spielen kannst. Mhm. Suchen wir noch beim Arcade. Und da ist ja auch nur eine begrenzte Anzahl an Continuous. Und da, wie gesagt, wird sie resettet. 20. Also die begrenzte Anzahl an Continuous ist nicht 20. Schön wär's. Ich denke, ich flachse das Schild weg hier. Ach, das Spiel ändert seine Regeln von Level zu Level. Ja, sehr gut. Warum steht denn das da? Das muss man einer verraten. Och, ah, mein Gesicht. Ja, jetzt die genommen. Achtung, Messer. Und das war übrigens zwei auf einen Streich. Sehr gut. Ah, okay, irgendwie. Messer, aua. Auch zwei Waffen streichen, aber du hast noch zwei Waffen, ich hab nur eine. Ja, die Mucke ist super hier. Frische im Fässchen? Nö. Brauchen wir nicht. Wir brauchen kein Fässchen. Achso, hier auch nochmal zwei. Das sind deine beiden. Auch, ja, darfst du haben. Ich geb sie dir gerne. Das war ein Leben für mich. Shit, krass, geile Scheiße. Hier, komm, mach kaputt. Mach das Fass und lass mich weg. Mach das Fass jetzt! Ich komm nicht ran! Ja, jetzt wird es wieder. Ich hab meine Kröte angeschrien, nicht deine. Achso. Ja, weiß ich das? Du schreist mich auch gerne an. Das stimmt wohl. Und du schreist jeden gerne an. Ufer guckt hier nach, oder was? Hm? Ja, genau. Das muss man auch wissen. B
bitter. Achtung, Auto. Ja? Glaube ich. Das parkt da doch nur. Stimmt. Das ist Teil des Hintergrunds. Ey, wenn du diesen Sprite reingemacht hättest, dass du den siehst, machst du ihn doch mal tot. Nein. Sag mal, ich kann so nicht arbeiten. Ey, wenn ich ihn recht mache, dann laufe ich auch auf ihn recht. Lass mich nicht mal. Der macht schon nichts. Mhm. Ah! Ja, ist so Teil des Hintergrunds. Okay, der graue auch? Ich bin mir nicht sicher. 20? Ja. Ja, aber hau das Schild weg. Nee, das funktioniert doch nicht. Ja, hau mich was auf. Machst du den noch mal? Lass nicht mal alles zu mir kommen hier. Du sammelst doch so gern. Es funktioniert. Ja, hab ich doch gesagt. Ja, witzig. Der Pizza im Lieferwagen, guck mal. Das rote kommt noch bestimmt das erste hier noch im Lieferwagen, oder? Ja. Ja. Mann! Treffer. Mann, triff doch mal Leo! Rufi, mein Name. Ach so, echt? Mhm. Für dich, Herr Lyra. Herr Lyra. Freunde nennen mich Hufi, aber du darfst mich Herr Lyra nennen. Okay. Oder wie mein D&D-Kranker. Nein, lass mich los, lass mich los! Hexenmeister genommen. Genau, was heißt ihr genau? Lyramion heißt ich, meine Freundin nennt mich Lüger, aber ihr dürft Trassel zu mir sagen. Hä? Ach. Du musst schon treffen, du blöde Schildkröte, danke. Ich muss auch gerne Schildkrötensuppe aus denen machen mittlerweile. Ich würde es Schredder gönnen. Mhm. Eine Delikatesse. Mmh. Ist das noch eine Bouillabaisse dann? Wahrscheinlich nicht, ne? Was macht eine Bouillabaisse aus? Eine Bouillabaisse ist die französische Nationalsuppe mit ein paar verschiedenen Fischsorten. Achso. Ja, aber Schildkröte ist ja kein Fisch. Ach, Nationalsuppen? Mein Favorit ist da. Pizza, das ist meine Pizza, glaube ich. Oh. Die nehme ich im Kampf vielleicht, wenn ich auf einen Flügel runter bin. Meine Lieblingssuppe ist die indische Nationalsuppe, die Maligatoni. Mhm. Normalerweise bin ich nicht so ein Curry-Fan, aber es ist irgendwie so eine Currysuppe mit so einer, weiß ich nicht, die mag ich total gerne. Okay, erstmal das Muster hier rausgeben für den Kartvogel. Haben wir nicht auch eine Eröffnungssequenz gesehen? Ja. Hier ist er nochmal. Stockman, oder? Weiß ich doch nicht, ich spring nicht in die Pizza, dann raste ich aus. Baxter Stockman heißt er, meine ich. Okay. Ich hole sie jetzt, oder? Ja. Bevor du da reinkrast. Ja, ja, ja. Krach du versehentlich rein. Ah, ja. Ja, sind ein bisschen arg weit oben. Ich hole sie mal. Mach mal. Du beschäftigst ihn? Mhm. Jetzt hat er. Okay, mach voll. Ganz voll. Das ist gut. Mhm. Kommst du mal ja runter? Du musst ja einfach, du musst ihn treffen, bevor er schießt. Dann geht das. Das hatten wir eben gerade zufällig. Ach. Ja. Siehst du? Nee, war Zufall gerade? Kann das sein? Na, der macht mich wahnsinnig. Mal geh so, weg, mal so, weg, oh Gott! Weg, geh weg! Keine Ahnung, sprich mit April. Hey April! Nein, komm doch nicht auf seine Höhe! Ich bin nicht auf seiner Höhe, der ist auf meiner. Yay? Nee, komm, Junge. Du funzelst. Fertig. Ja, cool. Ich hab gar nichts gesagt. Hi! Ach, du kannst dich selbst befreien? April. Blöde. Das heißt, die jetzt nicht längst weglaufen können, ey. April. Hätten wir einfach kurz einen Kammer hier also, wären wir durch gewesen. Komm in unseren unauffälligen Van. Ja, geil. So, das war absichtlich vor uns Gesicht? Mit der Nase und so? Weiß nicht. Oh. Das ist schön. Ich hab gewonnen. Ja, komm, packen wir die geheime Fabrik ein. Geht ja gut los, ey. Der eine Gegner hier. Wenn du beißt, dass du drückst, kannst du so einen Spezialschlag machen. Bitte. Aha. Warum sagst du mir das erst jetzt? Entschuldigung. Mhm. Na, verdammt. Verdammt. Du kannst mir nichts vorwerfen. Ich hab mich gar nicht geschlagen. Hallo. Was ist denn jetzt los? Okay. Ja. Mhm. Ach, schön. Mhm. Piet? Was waren die letzten Worte eines Sportlehrers? Piet? Na, alle Speere zu mir. Ach so, ja, okay.
Ja, das war doch nur ein Witz, du blöder Fußsoldat. War der Sportlehrer? Wahrscheinlich. Danke. Oh, hast du das Kennschild gemerkt? 5. 5 Grit? Nee, das ist meins. Also alle 200 Punkte in Leben finde ich auch unverschämt. Ja. Bisschen wenig. Stop. Hammertal. Nein. Ach, das Flughörnchen ist besser. Ja, bei denen wahrscheinlich schon. Ich treffe die erstmal grundsätzlich gar nicht. Oh ja, ja, ich jongliere den. Okay. ich hab den. Ja, ich hab den auch. Okay. Nein. Ja, Bombenstimmung. Bombenwetter auch. TNT. Dynamite. Das ist vom Wechselstrom, ne? Ja. Also Wechselstrom, Gleichstrom. Entschuldigung. Ja, ich mach die 3 voll jetzt, wa? Oder auch nicht? Jetzt. Mann, wie viele Speere hast du denn versteckt unter deinem... Hat alle im Höschen. In deinem Höschen. Das kann ja nicht sein. Das ist geflackert, geht mit der Zeit auch irgendwie noch mehr auf den Sack. Na, kann das sein? Hab ich dran Deswegen noch hier oben. Aber der war blau diesmal. Schön. Das hat deswegen nicht diese weniger wehgetan. Ich lache in die Bildschirme. Ja. Oh ja, das auch. Das ich... Ja! Ja, was okay. Das dann machen? Also erstmal, antäuschen und dann ausweichen. Da, die haben nur eine dabei. Nein, ich wollte doch nicht. Den Schwanz. Großartig. Ja. Die Gegner kommen auf die Liste der beschissensten Gegner. Richtig, kann man den Reifen helfen? Oh, ich will so ein Bike haben. Ich will den Reifen. Miau. Ich hab's halbiert. Haha! Ich wollte gerade schon wieder sagen, deshalb laufe ich hier um. Ich brauche das Abenteuer. Oh. Den Nervenkitzel. Den, Mann. Den Abdruck. Die Risikolebensversicherung. Den Abdruck der Stoßstange in meinem Gesicht. Du hast noch ein Schild da reinfahren lassen. Ach, fuß doch einen anderen. Hier, ich bin auch noch da, okay. Manchmal haben wir so einen schönen Synchronsprung. Voll schön. Vielleicht können wir damit irgendwie bei irgendwelchen olympischen Disziplinen dran teilnehmen. Gibt's das? Synchron zerschlagen. Springen? Synchron springen? Turmsprung-Synchron gibt's, oder? Nee, oder? Synchronturmspringen? Doch, irgendwie sowas in der Art. Ich weiß nicht, ob es olympisch ist, aber gibt es wohl. Ja, hab ich im Hinterkopf, ne? Nein! Yes, ich hab sein Messer weggebasht. Sehr gut. Kann man da reinspringen? Oh. Man kann auf jeden Fall da rausspringen, offenbar. Na, lass mich los! Will gar nicht kuscheln jetzt. Nicht? Nein. Ich könnte ein bisschen kuscheln, wenn der ganze Prügler hier vertragen. Ja, 3 Flughörnchen kommen hier rein, oder was? Ich, okay. Ich möchte jetzt rein. Ach, da kommen noch mehr. Och Gott, nimm das da, okay. Dann, ich denk mal, ja, mehr werden da wohl nicht rauskommen, oder? Ja, wie viele können sich da drin verstecken im Haufen? Und wer hat den Haufen gemacht? Ich war's diesmal nicht. Diesmal? Ich mach das nur auf deine Couch. Ja, das, wissen wir. Hui, Flughörnchen. Oh, ich sehe gerade noch einen Punkt gehabt. Ja, perfektes Timing. Jawohl. Kein Turtles ist vollständig ohne diese Art von Level und diesen Boss. Ist das ein Boss? Das ist ein Boss. Wahrscheinlich, ne? Ich nehme es zurück. Wahrscheinlich nicht. Aber gab es nicht auch so einen Boss tatsächlich in Turtles in Time?
Oder war das auch nur ein stinknormaler Gegner? Ich erinnere mich gar nicht an sowas. Nicht? Es gab so ein Level auf diesem Board auf jeden Fall, ja. Ich glaube, hier musst du kein Spezial. Reicht, glaube ich, ein Treffer, oder? Nein. Reicht nicht ein Treffer, okay. Dann machen wir hier wieder spezielle Spezialschläge. Die sind sehr speziell. Und Spezial. Dafür sind wir Spezialisten. Okay. Oh, schöne Farbe. Schönes Farbe? Schönes Farbe. In Farbe und die geblinkelt hat in meinem Bauchnabel. Du dreckig geschüft. Bei Gelegenheit treffe ich auch mal wieder. Okay. Jetzt zum Beispiel. So, das reicht jetzt aber auch. Mhm. Gewöhn dich nicht dran. Ja, das nächste Ding. Mhm. Okay. Da gerade? Ja. Mhm. Yo! Dann kann aber auch keine Raketen mehr haben. Doch, eine hat er noch. Mhm. Sehr schön. Die letzte noch rausgefunden. Bosszeit oder? Oder einfach mal ein Level ohne Boss? Hm. Zwinker, zwinker. Hm. Ja, gut, dann. Achso, nee, ist immer noch. Ist unser, okay. Oh. Ja, fett. Hätte dieses Ding nicht einfach. Och, Mann, der ist nah am Steuer. Bremsen oder was? Oh, Mann.